Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Thorsten Tietz. Ich betreibe die Seite Aktienfinder.net, den Aktienscreener für Wachstumswerte. Hier geht es ums langfristige Investieren und von steigenden Kursen und steigenden Dividenden zu profitieren. Und das versuchen wir nicht nur in Deutschland, das versuchen Investoren rund um die Welt, unter anderem auch Amerikaner, US-Amerikaner, um genau zu sein. Und in diesem Video gucken wir uns mal andere Länder, andere Sitten, gucken wir uns mal an, wie so ein US-Amerikaner tickt und wie der gute versucht, gute Dividendenaktien zu finden. Das Ganze ist natürlich ein Stereotyp. Das heißt, es gibt solche und solche, sowie auch, also sowohl jenseits als auch diesseits des Teichs. Aber ich denke, da ist schon ein bisschen was Wahres dran, was ich jetzt sage. Und ich würde einfach mal sagen, wie jetzt dieses 0815 Vorgehen, was ich relativ oft angetroffen habe, weil ich bin ja auch im englischsprachigen Raum unterwegs, wie das funktioniert, und dann werde ich das auch mal so ein bisschen bewerten. Dann los geht's. Wir sind jetzt also ein Amerikaner, was eigentlich nicht realistisch ist, weil wir hier auf der deutschen Seite sind, aber egal, wir sind trotzdem Amerikaner, der kann ausnahmsweise sogar Deutsch, deshalb benutzt die deutsche Seite. Ich weiß, es ist unrealistisch, aber stellen wir uns einfach mal vor, es wäre so. Und was macht er jetzt, wenn er gute Dividendenaktien findet? Der geht er erstmal hier in den Filter und geht dann hier aufs Land und sagt erstmal, er ignoriert alles bis auf die USA. Das kann er ja sogar machen, weil im Gegensatz zu uns, wenn wir quasi nur uns auf die deutschen Aktien beschränken würden, falls die Zuschauer Deutsche sind oder auf die Österreicher oder auf die Schweizer Aktien, je nachdem, dann wäre das das sogenannte Home Bias, auch englisches Wort. Das heißt, man ignoriert alles andere und setzt nur auf die eigenen Aktien, und dieser Home Bias, der ist, wenn wir das machen, ist der negativ, weil wir einfach zu viele gute Unternehmen außen vor lassen. Wenn das ein Amerikaner macht, ein US-Amerikaner, dann ist es nicht unbedingt negativ, weil der hat da so viele Aktien, hochklassige Aktien zur Auswahl, die global investiert sind, beziehungsweise global unterwegs sind, wirtschaften, dass der im Prinzip ja, keinen Nachteil hat. Und wir haben ja auch in der deutschen Blogger-Szene Blogger, zum Beispiel den Alexander von Rente mit Dividende, die auch ausschließlich, obwohl sie Deutsche sind, in US-Aktien bzw. Unternehmen investieren. Also, das kann man durchaus machen und kann man dann auch durchaus nachvollziehen. Gibt es auch klasse deutsche Werte, aber das muss dann halt den Amerikanern nicht unbedingt interessieren. Das nächste, und da kommen wir dann noch ein bisschen mehr in den Stereotyp rein, aber wie gesagt, ist etwas Wahres dran. Das nächste, wie er versuchen wird, weiter einzugrenzen und Dividendenaktien zu finden, ist, er schaut, wie seit wie vielen Jahren die Dividende gesteigert wird. Stichwort Dividendenaristokrat ist ja ein amerikanisches Konstrukt. S&P, also Standard & Poor's, hat es erfunden. Und man sagt ja also, mehr als 25 Jahre oder mindestens 25 Jahre soll die Dividende gesteigert worden sein. Das wäre also quasi das Nächste. Und wir sehen ja hier, wie der Aktienfinder hier dann entsprechend die Listen immer weiter verkürzt. Da haben wir ja noch einiges drin. Also über 50 Aktien momentan. Und wie geht's weiter? Jetzt wird er wahrscheinlich, jetzt müsste man eine Entscheidung treffen, ob wir Dividend Income oder Dividend Growth Investor sind. Das finde ich übrigens ziemlich gut, wenn die Deutschen hier, die Deutschen reden einfach immer nur von Dividendenstrategie und keiner weiß, was der andere so wirklich drunter versteht. Deshalb lässt sich das ja auch so prima kritisieren, zum Beispiel über vom Herrn Dr. Kommer. Und die Amerikaner sind dann ein bisschen weiter, das sind ein bisschen genauer in der Terminologie. Die sagen, ja, ich bin Dividend Growth Investor, das heißt, die setzen dann auf Dividendenwachstum und geben sich mit niedrigeren Dividenden, Anfangsdividendenrenditen zufrieden. Die anderen sagen, sie sind Dividend Income Investor, das heißt, die investieren dann in so Aktien wie AT&T. Hauptsache, die Dividende ist hoch und scheint sicher, und dann sind sie quasi schon zufrieden. Und das sind dann geringere Ansprüche an das Dividendenwachstum werden dann gestellt. Ja, jetzt müssen wir uns also entscheiden. Und ich würde sagen, wir sind ein Dividend Income Investor. Das heißt, wir würden dann hier die Dividendenrendite schon relativ hoch nehmen, zum Beispiel 3% mindestens oder größer sogar als 3%. Und dann sehen wir ja, dass die Auswahl schon jetzt langsam dünner wird. Und weil wir ja ein fortgeschrittener US-Investor sind, dann wissen wir ja auch, dass wir auf die Ausschüttungsquote gucken wollen oder beziehungsweise müssen, damit die Dividende sicher ist. So ticken die dann, also dann würden wir sagen, mal kleiner als 75% Ausschüttungsquote vom bilanzierten Gewinn oder wenn es ein REIT ist, Funds for Operations,
schon sehr fortgeschritten. Und dann verkürzt sich die Liste weiter. Und weil wir jetzt nicht nur fortgeschritten, sondern sogar Profis sind, wissen wir, dass wir auf den bilanzierten Gewinn vielleicht nicht oder nicht ausschließlich gucken sollen, beziehungsweise Ausschüttungsquote, sondern Free Cashflow. Machen wir auch noch kleiner als 75%. Wir haben jetzt noch 7 Aktien und ich denke, das wäre schon eine relativ solide Auswahl hier für den US-Amerikaner, wohlgemerkt. Und dann haben wir hier die 7 Aktien, AT&T, der Klassiker schlechthin, und noch ein paar andere Aktien. Gucken wir mal, was wir hier so an Dividendenrendite haben. Diese blauen Kennzahlen hier, die sind ja alle dividendenspezifisch. Und dann absteigend nach Dividendenrendite sortiert. Sehen wir, dass wir hier 2,6% da drin haben und ansonsten 3% da. Also würde ich schon sagen, dass es von der Rendite her in Ordnung wäre, für auch für einen Dividend Income Investor. Wir haben sogar 2 REITs, wie ich sehe: Target Factory und National Retail Properties. Das sind 2 REITs hier. Und sind alles Dividendenaristokraten. Haben wir auch entsprechend so eingestellt hier. Dividendensteigerung seit. Wir haben dann auch, also das hier wäre quasi alles in Ordnung. Die Ausschüttungsquoten können wir auch noch anzeigen, der Vollständigkeit halber. Hier sind sie. Ist also auch in Ordnung. Das hier ist alles in Ordnung. Das waren ja auch die Kriterien. Dann gehen wir aber weiter. Dann sehen wir hier schon das Erste, was ja man auch noch vielleicht akzeptieren kann. Das sind die Wachstumsraten bezüglich der Dividende. Die fallen halt entsprechend Dividend Income relativ niedrig aus. Wir haben auf die letzten 5 Jahre nichts Zweistelliges. Wir haben 2, die fast zweistellig sind, mit 9,5 und knapp 10%. Das ist schon mal nicht schlecht. Wir sehen allerdings, dass sich das Dividendenwachstum ja doch tendenziell relativ deutlich verlangsamt hat, bezogen bzw. verlangsamt bezogen auf das geschätzte Wachstum der Dividende. Stabilität der Dividende ist auch ziemlich gut. Maximum der Kennzahl ist 1 und wir haben hier 0,9 bis 0,99. Das ist also sehr hoch. Die Stabilität der Dividende entspricht auch dem, was wir hier bezüglich der Dividendensteigerung haben seit über 25 Jahren. Also relativ zulässige oder sehr zuverlässiges Wachstum der Dividende. So, dann könnte jetzt quasi der Amerikaner sich zurücklehnen und sagen, er hat alles richtig gemacht. Ist es tatsächlich so? Und hier setzt jetzt meinen Kritikpunkt an. Also dieser typische Ansatz hier, den ich jetzt quasi vorgestellt habe, wo ich einmal durchgegangen bin, das ist, nenne ich jetzt einfach mal den Dividend First Ansatz. Das heißt, man hat hier seine ganzen Filterkriterien und so weiter, sind alle im Prinzip dividendenbasiert. Deshalb ja alles auch hier blau hinterlegt, genau wie diese Kennzahlen hier, die sind ja auch blau. Und falls wir den Gewinn irgendwie berücksichtigen, dann berücksichtigen wir ihn im Prinzip indirekt in Form der Ausschüttungsquoten. Und das war es eigentlich schon, was den Gewinn angeht. Und die Ausschüttungsquote, das ist ja im Prinzip eine statische Kennzahl, so wie ich das bezeichne. Das heißt, die guckt hier dann einfach nur hier auf die letzte Ausschüttungsquote. Das wäre im Fall von der First Source Corporation hier genau das abgelaufene Geschäftsjahr hier. Und wir schauen aber überhaupt nicht auf irgendwelche längerfristigen Entwicklungen und explizit nicht auf das langfristige Gewinnwachstum. Das heißt, wir vernachlässigen komplett den Bereich hier oder alle Kennzahlen, die hier grün hinterlegt sind. Und das wäre nämlich dann der, ja, Profit-First-Ansatz quasi, ja. Also wenn man allein das hier macht, dann hat man einen Dividend-First-Ansatz und ich würde sagen, lieber zuerst auf den Gewinn gucken, beziehungsweise auf die gewinnbasierten Kennzahlen und dann im zweiten Schritt hier diese dividendenbasierten Kennzahlen dazu machen, wenn es dann darum geht, die richtigen Aktien auszuwählen. Weil was haben wir denn jetzt tatsächlich? Beziehungsweise man muss einen Schritt zurückgehen und sagen, selbst dann, wenn man ein Dividend-Income-Investor ist und man Wert auf hohe Dividenden legt, sollte man trotzdem, oder dann ist die letztendliche Rendite, die man erzielt mit dem Aktienmarkt, nach wie vor das Produkt aus Kursgewinn und Dividenden. Das heißt, Kursgewinn spielen immer eine Rolle. Auch dann, wenn man es vielleicht nicht wahrhaben will, weil man sagt, solange mir AT&T hier 6% und mehr Dividendenrendite ausschüttet, bin ich zufrieden, alles andere ist mir egal. Mir sind Kursgewinne egal.
Das ist im Aktienmarkt auch egal und der letztendlichen Renditeberechnung ist es auch egal. Kursgewinne spielen immer mit einer Rolle. Und natürlich wird auch zum ersten das, dass die Kursgewinne immer eine Rolle spielen und zum zweiten sind die Dividenden natürlich auch nur dann sicher, wenn das langfristige Gewinnwachstum stimmt, beziehungsweise wenn die langfristigen Gewinne stimmen. Wenn man sich mit keiner Dividendensteigerung zufrieden gibt, dann würden ja auch im Prinzip seitwärts laufende Gewinne reichen. Natürlich darf man dann nicht damit rechnen, dass man irgendwie von Kursgewinnen langfristig profitieren wird. Worauf ich jetzt hinaus will, ist, wenn wir uns jetzt die Stabilität des Gewinns anschauen, dann sehen wir hier noch ja, sehr durchwachsenes Bild. Wir haben hier teilweise negative Gewinnstabilität, das heißt, der Gewinn ist im Prinzip langfristig rückläufig gewesen. Und bei Old Republic, und wenn wir uns die mal näher angucken, dann sehen wir hier, dass der Gewinn mehrere Jahre hinweg durch extrem, ja, dass wieder Verluste gemacht worden sind. Und was dann auch interessant ist, ist, wir haben hier im Prinzip also so eine W-Form und diese W-Form, die finden wir dann auch hier wieder bei dem Kursverlauf. Da haben wir im Prinzip auch diese W-Form. Das heißt, als der Gewinn dann eingebrochen ist in 2008, da ist auch der Kurs eingebrochen. Also man hat Kursverluste gehabt von 21,77 US-Dollar. So notierte die Aktie in 2006 dann bis auf 47 runter. Dann hat sich der Kurs wieder etwas erholt, weil es das Unternehmen geschafft hat, wieder leicht profitabel zu werden hier mit einem Gewinn pro Aktie von 13 US-Cent. Dann ist der Gewinn aber wieder eingebrochen und dann ist entsprechend auch wieder der Aktienkurs eingebrochen. Also der Kurs, das sieht man hier schön, spiegelt im Prinzip den Gewinnverlauf wider. Und auch die Dividendenrendite, die macht das Gleiche, nur in anderer Form. Also hier haben wir quasi kein W mehr, hier haben wir ein M, beziehungsweise eigentlich ein U. Ist das U hier, ist das Entscheidende. Das heißt, als der Gewinn eingebrochen ist, ist der Kurs eingebrochen, ist dann die Dividendenrendite in die Höhe geschnellt. Dann sah es wieder etwas besser aus. In 2010 ging der Kurs wieder etwas nach oben, die Dividendenrendite nach unten, Gewinn brach wieder ein, Kurs brach wieder parallel mit ein und die Dividendenrendite zog wieder an. Das hier ist hier nochmal wirklich schön ein Bilderbuchbeispiel, wie man eben sieht, wie die Gewinnentwicklung, Kursentwicklung und die Dividendenrendite im Zusammenhang miteinander stehen. Glücklicherweise für die Dividendenfans wurde dann die Dividende selbst nicht gekürzt, wurde sogar noch weiter gesteigert. Das heißt, so haben wir mit Old Republic International trotz größerer Probleme hier immer noch einen Dividendenaristokraten vor uns. Wir sehen aber auch, dass wir damit keinen Blumentopf gewinnen konnten, wenn wir in 2006 investiert hatten. Da mit dem Durchschnittskurs von 21,77, dann haben wir nach 12 Jahren quasi immer noch einen leichten Kursverlust. Also die Gesamtrendite hier ist nicht besonders gut. Auch bei einigen anderen Aktien wäre ich vorsichtig, was die langfristige Gewinnentwicklung angeht. Wir haben hier auch die. Wenn wir das langfristige Gewinnwachstum am operativen Cashflow festmachen, dann haben wir ebenfalls hier ein durchwachsenes Bild mit Old Republic, die rote Laterne tragend. Auch andere Aktien, da könnte dann der operative Cashflow sich besser entwickelt haben. Auch die Zuwachsraten sehen wir, dass die teilweise relativ bescheiden ausfallen. Und wenn sie hoch ausfallen, so wie im Beispiel von Old Republic, da hat es eigentlich keine Aussagekraft, weil diese Steigerungsrate basiert auf einem sehr instabilen Cashflow. Das heißt, das wackelt dann quasi wie ein Kuhschwanz hin und her von Jahr zu Jahr. Mal steigt dann der Cashflow relativ stark und dann fällt er wieder relativ stark. Das ist einfach unzuverlässige Entwicklung. Wir haben hier also, wenn wir Kennzahlen bezüglich langfristigen Gewinnwachstums, auch operativen Cashflows mit einfließend, hier berücksichtigen, dann kriegen wir eben ein sehr viel durchmischteres Bild raus, als wenn wir das quasi ausschließlich basierend auf dividendenbasierten Kennzahlen machen. Das sehen wir dann auch hier am Ergebnis des Rankings. Das ist ja mein persönliches Ranking, was ausschließlich auf das langfristige Gewinnwachstum abzielt. Und da sehen wir dann eben, dass die Chevron und Old Republic doch sehr schlecht abschneiden, die beiden Aktien hier. Und auch AT&T beispielsweise schneidet doch dann eher bescheiden ab mit 57 Punkten. Das heißt also, wenn man ausschließlich, wie hier oben gezeigt,
dividendenbasiert vorgeht und die Gewinne höchstens indirekt berücksichtigt, dann läuft man einfach Gefahr, dass man Aktien auswählt, die bezüglich langfristigen Gewinnwachstums sich schlecht entwickeln. Und das wäre jetzt im Prinzip dann auch mein Fazit. Also nie ausschließlich hier die Anlageentscheidung basierend auf dividendenorientierten Kennzahlen treffen, sondern so eher einen Ansatz fahren, nicht Dividend First oder Dividend Metrics First, sondern Gewinnentwicklung, die langfristige Gewinnentwicklung zuerst beachten und dann on top nochmal oben drauf hier die dividendenbasierten Kennzahlen. Wenn man beispielsweise Ansprüche hat an die aktuelle Dividendenrendite, dann schon gerne ab 3% Dividendenrendite die Aktien rausfiltern, bleibt da immer noch was übrig, aber eben auch hier bezüglich dem langfristigen Gewinnwachstum die Kennzahlen so einstellen, dass man eben Unternehmen kriegt, beziehungsweise Unternehmen nicht mehr kriegt, die ein langfristiges Gewinnwachstum haben, was sich unbefriedigend entwickelt, wie jetzt zum Beispiel hier bei diesen beiden Aktien. Und das ist aus meiner Sicht universal gültig, was ich gesagt habe. Es ist also egal, ob man US-Amerikaner ist, ein Deutscher oder Österreicher, Schweizer oder sonstige Nationalität. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.